Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute bei meinem Kurs Marketing Reloaded. Wie du weißt, versuchen wir hier die Bausteine, die Grundsteine zu legen für ein erfolgreiches Online-Marketing. Und ich habe dir auch mein Credo mitgeteilt, dass ich glaube, dass man ein erfolgreiches Online-Marketing nur immer dann betreiben kann, wenn man das Basiswissen des Marketing beherrscht. Und aus diesem Grund sind wir heute zusammengekommen und wir schauen uns heute die sogenannte Mikroumwelt und zwar die Segmentierung an. Zur kleinen Erinnerung, unser Kurs, wie gesagt, besteht aus 6 Modulen und diese 6 Module sind einmal der Überblick gewesen, es war die Makroumwelt mit der Pestanalyse und wir sind zurzeit in der Mikroumwelt und haben in der Mikroumwelt schon sehr, sehr, sehr viele Dinge gemacht. Heute, wie gesagt, als vorletzten Teil vor den Motiven die Segmentierung. Und dann folgt im 4., 5., 6. Strategie, Marketing, Mix und die Kommunikation online und offline. Ja, schauen wir uns mal an. Jetzt die Segmentierung. Wo ist die Segmentierung wichtig und warum solltest du in deinen Konzepten überlegen, ob du überhaupt segmentieren musst und wenn ja, wie? Segmentierung ist eigentlich ganz einfach. Du gehst wieder auf diesen relevanten Markt. Wir haben uns diesen relevanten Markt immer als kleines Dreieck dargestellt. Wir haben an die linke Ecke immer das eigene Unternehmen beachtet mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Das bist du vielleicht mit deinem Unternehmen, mit deinem Vorhaben. Und dann werfen wir einen Blick auf die Motive, auf die Zielgruppen. Wer sind denn unsere Zielgruppen, unsere Zielsegmente? Und dann eben auch die Wettbewerber. Und wir haben dann, erinnert euch, eben in einer Stärken- und Schwächenanalyse sind wir dann darauf eingegangen, wie steht das eigene Unternehmen gegenüber den Wettbewerbern. Heute aber wollen wir uns nochmal detaillierter damit beschäftigen. Wir sind praktisch in der Analyse und jetzt im Rahmen der Mikroumwelt. Und jetzt ist deine Aufgabe, fasse die Personen zu sinnvollen Gruppen zusammen, die du mit deiner Kommunikation dann später unterschiedlich, mit unterschiedlichen Medien, mit unterschiedlichen Tools, mit unterschiedlichen Argumenten und auch mit vielleicht sehr unterschiedlichen visuellen Darstellungen auf ganz unterschiedlichen Kanälen ansprechen kannst oder ansprechen musst. Ja. Merke dir dabei, segmentieren kostet immer Geld und es kostet immer Zeit, egal ob du Online-Marketing betreibst oder Offline-Marketing. Also überleg dir, du brauchst diesen Zwischenschritt, dass du sagst, okay, in dem von mir abgesteckten Markt, diesem Dreieck, da sind ja drinnen Nachfrager, das sind Nachfragersegmente. Ist dieses Nachfragersegment eine große Gruppe, also hier als eine große Pizza dargestellt, oder sind diese Segmente in sich selber so unterschiedlich, dass ich sie einfach einzeln ansprechen muss, weil diese Teilsegmente, die außenrum sind oder die diesen Markt eigentlich ausmachen, ja, von dir diesen Nachfragermarkt, vielleicht als kleine Pizzastückchen, dann musst du eben kleinteiliger gehen und musst auf die Segmentierungen eingehen. Okay? Also, wie könntest du jetzt oder wie gehst du vor, wenn du segmentierst? Der erste Punkt ist, merk dir, immer Zielgruppe und Soziodemografie. Das heißt, du kannst natürlich nach Alter segmentieren, du kannst nach Geschlecht segmentieren, wenn es Sinn macht. Du kannst nach Konfession gehen, du kannst nach Bildung segmentieren, du kannst nach der Haushaltsgröße segmentieren, nach dem Familienstand, nach Einkommen und natürlich nach der Region, auf dem Wohnort gehen. Du kannst die Ortsgrößen dir heraussuchen, bestimmte Bundesländer. Du kannst dir auch Regierungsbezirke raussuchen oder du kannst nach Postleitzahl gehen. Oder eben, ob die User, die du ansprechen willst im Online-Marketing, ob das jetzt Benutzer von Apple-Geräten oder von Android-Geräten sind, weil man vieles heute eben in der Online-Marketing-Welt segmentieren kann. Ja? Und wenn du dir diese Soziodemografie anschaust und wenn wir später im Marketing-Management-Prozess unten bei der Umsetzung sind, also in der Kommunikation, im Kommunikationsmix. Und wenn wir dort uns beschäftigen mit dem Social-Media-Kanal Facebook, dann wirst du sehen, wenn du in Facebook mit dem Werbemanager unterschiedliche Zielgruppen erreichen kannst, dass zum Beispiel Facebook eine ganz, ganz tolle Typografie und Typologisierung eben auch aus der Soziodemografie heraus auswählen kann, um die Zielgruppe entsprechend anzusprechen. Ja?
Okay, schauen wir mal weiter. Was gibt es noch für Möglichkeiten neben dieser Soziodemografie? Und was könntest du sonst noch machen? Du könntest dir anschauen, heute das beobachtbare Kauf- und Konsumentenverhalten. Das kannst du beobachten. Gerade heute im Internet ist es sehr, sehr gut möglich, weil, wie wir schon oft besprochen haben, unsere User und auf ihrer Customer Journey natürlich eine sehr dicke digitale Spur hinterlassen, die wir natürlich hier in die Beobachtung mit einbeziehen können. Überleg dir, gehst du an Käufer ran oder gehst du an Nichtkäufer ran? Überleg dir, was weißt du über das Kaufvolumen? Also wenn du online schon bist und zum Beispiel einen Online- oder einen Webshop hast, dann kannst du eben sehr, sehr gut nachvollziehen, wie groß ist denn von bestimmten Menschen das Kaufvolumen? Wie oft ist die Kauffrequenz? Wie oft kaufen sie denn? Und du kannst auch sehen oder du kannst auch überprüfen, wie groß und wie stark ist das Preisverhalten, ja, deiner möglichen Bedarfs- oder Zielgruppe. Wie steht es um das Markenbewusstsein? Ist das wichtig bei der Zielgruppe? Eher ja oder eher nein? Wie ist es mit der Markentreue? Sind das Switcher oder sind die immer bei dir? Bleiben die da? Und den Einkaufsort. Ist der Einkaufsort wahrscheinlich immer online? Für welche Güter? Für welche Produkte? Oder ist der online und offline gemischt? Und ganz, ganz wichtig, da machen wir aber auch noch eine eigene Lerneinheit dazu, sind die Touchpoints. An welchen Touchpoints zeigen denn deine Zielgruppen? Welches Kaufverhalten, wie sind die Erlebnisse dort? Und welches Konsumverhalten kannst du da dort feststellen? Oder gehst du vielleicht auf Nichtverwender oder noch Nichtverwender zu? Oder beschäftigst du dich mit den Verwendern deines Produktes oder deiner Dienstleistung? Was du natürlich auch prüfen kannst, ist die Häufigkeit der Verwendung. Entschuldigung, wie häufig wird denn dein Produkt überhaupt verwendet? Oder in welches Ritual bettet die Bedarfsgruppe dein Produkt ein? Das muss also nicht unbedingt immer das Ritual oder das sein, wovon du objektiv glaubst, dass dein Produkt genutzt wird und wie es genutzt wird, sondern versetz dich in die Zielgruppe und versuche an diese Rituale heranzukommen, wann und wo und wie oft wird dann dein Produkt von dieser Zielgruppe benutzt. Also, du siehst schon, du musst eben über Beobachtung, und es geht heute sehr, sehr gut im Internet, eben beobachtest Kauf- und Konsumentenverhalten. Gier, Entschuldigung, so einen trockenen Hals heute, nachvollziehen. Das nächste ist die Zielgruppe im Lifecycle. Ja, wen sprichst du an? Sind es Pioneers, also Leute, die immer gleich am Anfang alles haben wollen, oder Entschuldigung, oder sind es Early Adapters, oder sind es nur Folger, Follower, oder End-of-Life-Types, die sagen, naja gut, das Ding ist jetzt schon gut, es gibt ein Nachfolgemodell, es hat sich bewährt, ich kaufe immer das End-of-Life-Types, weil ich da sicher bin. Also, überleg dir, an wen gehst du eigentlich heran? Für die Segmentierung gibt es sehr, sehr, sehr viele Methoden und Vorgehensweisen und Empfehlungen. Was du sicher kennst, ist, wie kann man einer Zielgruppe ein Gesicht geben? Hier hat die GfK versucht, 8 Euro Socio-Styles vor ein paar Jahren einzuführen. Das kannst du dir mal anschauen. Das ist ganz interessant, dass eben der Verbraucher oder der Konsument in unterschiedliche Typen eingeteilt wird. Dem folgt auch, und das kennst du sicher aus dem Studium oder aus irgendwelchen anderen Weiterbildungen, das sind die Sinusmilieus. Ja? Also wie kann ich meiner Zielgruppe ein Gesicht geben? Und hier sind eben diese Sinusmilieus in Deutschland, die eben die soziale Lage und die Grundorientierung sich eben anschauen und sagen, naja, aus welchem Segment habe ich eigentlich Zielgruppen? Wie ticken die? Wie fühlen die? Was sind es eigentlich für Menschen? Bedenke aber bei all diesen Methoden oder bei all diesen Dingen, die du zur Rate ziehst für deine Segmentierung, ob dieses Zielsegment auch wirklich von Dauer ist, ob du das auch später fassen kannst. Ja? Also eine rein psychologische Segmentierung ohne Möglichkeit dann ausfindig zu machen, wo sind denn die Touchpoints, wo treffe ich denn auf diese Zielpersonen, ist dann zwar schön für die Wissenschaft, aber bringt dir dann für dein Daily Business oder für die Praxis relativ wenig. Eine gute Methode, ich habe euch das erzählt von dem Norbert Bischof, dem Nobelpreisträger, der die Motive der Menschen auf drei Grundmotive reduziert, sehr erfolgreich reduziert. Das ist einmal die Autonomie, das ist die Erregung.
die Norbert Bischof uns nennt, und natürlich die Sicherheit. Und etwas Ähnliches, also die gleichen Begrifflichkeiten, vielleicht anders hier bezeichnet, macht dieses sogenannte Limbic Types System, eine Art der Segmentierung, wo man eben auch ausgehend von dieser Denke von Norbert Bischof, wie gesagt, mit anderen Worten versucht hat, Dominanz, Balance und Stimulanz eben einzuteilen, wo finden wir denn oder wo drin steckt denn eigentlich unsere Zielgruppe, um einfach sich ein besseres Bild über diese Personas zu verschaffen. Dieses Limbic Types ist eigentlich in der Praxis, kommt es sehr, sehr, sehr oft zum Einsatz. Wir werden es auch in späteren Modulen vielleicht auch nochmal durchsprechen. An der Uni mache ich es auch immer. Das ist von dem Häusl und ist eine ganz tolle Sache. Ja, und dann gibt es eben noch mehrere Versuche. Es gibt dann eben auch die digitale Avantgarde. Hier hat man eben versucht, die digitale Gesellschaft eben auch einzuteilen. Die Frage ist, wie lange dann diese Einteilungen halten und ob wir uns wirklich letztendlich alle, weil wir ja sehr, sehr hybrid sind, da in diese Töpfchen schmeißen lassen. Was zurzeit sehr en vogue ist, ist eben dieses Personas-Modell. Das heißt, man versucht, die eigenen Kunden ein bisschen zu beschreiben und zu sagen, naja, was für Arten, ihnen ein Bild zu geben. Welche Arten von Kunden haben wir denn? Wie könnten wir denn unsere Kunden segmentieren? Und ganz, ganz wichtig ist hier auch die Kundenreise. Ich habe hier hingeschrieben, hier werde ich noch eine eigene Vorlesung machen, weil ich das für sehr, sehr, sehr wichtig halte. Gerade wenn es darum geht, wie könnte man denn heute diese Touchpoints bespielen? Da muss ich als erstes wissen, welche Kunden habe ich denn eigentlich? Versuche diesen Kunden ein Gesicht zu geben, also ich segmentiere und sage dann, okay, diese Kunden, die halt doch sehr unterschiedlich im Einkaufsverhalten sind, in der Bewegung sind, welche Touchpoints, welche Customer Touchpoints, welche Kundenreisen auf unseren eigenen Touchpoints der Firma und aber auch auf fremden Touchpoints begehen, auf welche Reisen begeben sich die Kunden, bis es dann letztendlich zur Kaufentscheidung kommt. Also auch eine Art der Segmentierung. Aber wie gesagt, weil das so interessant ist, werde ich hier einen extra kleinen Movie dazu euch zur Verfügung stellen in der nächsten Zeit. Ja, also interessant, denkt daran, die Vorstufe, um an die Motive der Zielpersonen ranzukommen, ist immer eine Segmentierung der potenziellen Nachfrager in dem eigenen relevanten Markt vorzunehmen. Und hier ist auch ganz wichtig, trenn auch deine Segmente oder denk bei der Trennung deiner Segmente danach. Gehst du auf Influencer los? Influencer heute in Social Media Kanälen, in Instagram etc. etc. Ganz, 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 ganz wichtig. Ihr kennt zum Beispiel Bibi, ihr kennt Haute Couture, also schaut euch diese Dinge mal an. Und früher nannte man diese Influencer, das sind die sogenannten Opinion Leader. Ja, also gerade die Pharmaindustrie hat mit Opinion Leader erster Ordnung und Opinion Leader zweiter Ordnung sehr stark gearbeitet und arbeitet heute auch noch mit dieser Aufteilung und durch den Einsatz dieser Influencer. Oder gehst du direkt auf den Käufer los oder möchtest du den Konsumenten, der auch wirklich dann dein Produkt oder deine Dienstleistung konsumiert, weil beide ja oftmals nicht identisch sind, und schau auch, wer sind die Gatekeeper in diesem Spiel. Also das war ein bisschen ein Einblick in die Motive, bevor wir zu den Motiven kommen, in die Segmentierung. Also ich wiederhole noch einmal, warum haben wir diese kurze Trainingseinheit jetzt gemacht? Wir sind in der Mikroumwelt und wir haben den relevanten Markt bestimmt, wir haben den relevanten Markt geprüft. Wir haben auch geguckt, wer sind unsere Wettbewerber, unsere direkten und indirekten. Und wir haben uns verglichen mit diesen Wettbewerbern aufgrund der Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale. Und die wichtigste Person in diesem Spielfeld, in dem von uns abgesteckten relevanten Markt, sind natürlich die Bedarfsgruppen, die Zielgruppen, mit denen wir am Ende kommunizieren. Und eine Vorstufe, um dann auf die Motive näher einzugehen, ist eben die Segmentierung, dass ich mir erst einmal ein Bild verschaffe und sage, okay, wer ist in dem von mir abgesteckten relevanten Markt denn jetzt wirklich als Segment, als Nachfrager drinnen? Und ich versuche eben hier bestimmte Cluster zu bilden, um dann sagen zu können, naja gut, diese Segmente, diese Zielpersonen, die sind eigentlich so unterschiedlich, es macht gar keinen Sinn, sie alle miteinander anzusprechen, sondern sie sind halt in vielen Bereichen so unterschiedlich, dass ich eben unterschiedliche Segmente habe und dann eben mit diesen Segmenten
kommunizieren muss. Aber bitte, bitte denkt dran, wir kommunizieren letztendlich nicht mit Segmenten. Das ist nur eine Vorstufe, die Segmentierung. Und jedes Segment oder hinter jedem Segment stecken natürlich Menschen mit ihren Befindlichkeiten, mit ihrem Erleben und Verhalten. Also war die Segmentierung für uns bewusst eine Vorstufe, um hier mal eine Grobgliederung zu schaffen. Und das Nächste ist jetzt, wir steigen in die Segmente ein und wir versuchen jetzt, die Motive dieser unterschiedlichen, die Beweggründe dieser unterschiedlichen Zielpersonen für uns herauszuarbeiten. Und die Methoden, wie das funktioniert, werde ich euch in folgenden kleinen Videos auch wieder vorstellen. Okay, das war's heute. Ein kurzer Einblick, eine kurze Session mit dem Thema Segmentierung. Ich hoffe, es ist einigermaßen angekommen bei euch. Studenten von mir und Teilnehmer meiner Seminare können das ja auch noch detailliert in meinen Handouts oder eben in meinen vertonten Präsentationen nachlesen. Okay, das war's. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, euch einen guten Einblick gegeben zu haben und dass euch das auch in der Praxis vielleicht was nützt. Also, tschüss, euer Peter.